Hallo und herzlich willkommen zu New Super Luigi U. Da geht's auch schon weiter. Ich habe kurz vergessen, die Tür zu machen. Ja. Wir werden heute ein paar Sachen spielen. Wie zum Beispiel Super Mario Maker, New Super Luigi U. Und ich würde sagen, das reicht auch. Los geht's. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ganz kurz mit einer Herausforderung. Aber auch nur einen einzigen Versuch. Los geht's. Das habe ich bisher zwar noch nie geschafft. Aber ich mache jetzt ja eh nur einen Versuch und daher. Und ja, das bin gerade alles ich. Yes! Silber! Neue Bestzeit! Und direkt im ersten Versuch. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich denke, hätte ich den Weitsprung nicht machen müssen, hätte ich auch Gold geschafft, aber ja. Jetzt. Ich bin wenigstens besser als der Computer. Da, hier versuche ich auch einmal. Hier habe ich Gold bekommen. In dieser Aufgabe. Ich bin in 15 Sekunden, bin ich hier. Ins Ziel gekommen, schaffe ich's? Nein, natürlich nicht. Wir machen drei Versuche und dann spielen wir so 3-4 Level New Super Luigi und dann am meisten Mario Maker, weil ich habe ganz viele Level, die ich euch zeigen will von mir. Das war auch der vorletzte Kreis, sage ich euch. Ich sterbe immer am vorletzten Kreis. Die anderen sind kein Problem für mich. Warum bin ich da gesprungen? Ein Versuch noch. Das war gerade super gemacht. Gerade jetzt muss es an der Nase jucken. Naja. Wie macht der Computer das? Schauen wir uns nur einmal hier kurz den Computer an. Ich mache gerade nichts. Genauso bin ich dann nämlich beim ersten Mal auch durchgekommen. Nur ich hatte, glaube ich, 15 Sekunden 82 oder sowas. Also eine Sekunde mehr. Nicht weniger. Ich würde sagen, ich spiele mal eins von meinen Lieblingslevel. Und ich nur einmal aus den Kandismin hier raus. Ich muss euch auch mal so eine kleine Geschichte erzählen, während ich versuche, mal nicht auf den anderen Schalter zu hüpfen. New Super Luigi U soll ja schwerer sein als New Super Mario Bros. U. So, jetzt ist aber das Komische. Warum schaffe ich New Super Luigi U an einem Tag in ungefähr 5 Stunden und New Super Mario Bros. U nur in 3-4 Monaten? Wir machen erstmal das allererste Level zum Einstieg.
Ich habe nur in der allerersten Welt alle Starcoins gesammelt, weil ich zu faul bin. Natürlich hat Luigi alle Fähigkeiten, die er kann. Er rutscht mehr wie Mario. Hier kann man da was zeigen. Ja. Er kann länger in der Luft bleiben als Mario. Und natürlich kann er wie Mario Stampfattacke ducken. Einmal in der Luft sich drehen und viele weitere Sachen und nicht vom Fallschirm sterben. Nee, aber komm jetzt. Man hat auch in New Super Luigi 100 Sekunden für jedes Level. Also sollte man vielleicht in jedem Level spawnen. Durchrushen. Das ist egal. Wir haben noch eine Möglichkeit, ein paar Runden zu kommen. Und natürlich, wie gewohnt, wenn man die Fahrstange berührt, ein Run-Up. Made it! Made it! Ich zeige euch aber auch nur die hochgeladenen Level. Ich muss doch einmal hier so einen Eiswürfel fällen. Oh, das war gut gemacht. Das Level hier unten ist nämlich eins meiner Lieblingslevel. Warum? Rutschpartie mit Bauchansatz. Weil es hier den Pirui gibt. Quack, quack, quack. Da, 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 da. Dieses Level kann ich auch gut. Könnte ich einen Rekord aufstellen. Zeige ich euch auch mal den Pixel-Luigi, weil in New Super Luigi U gibt es überall in jedem Level ein Luigi-Steak zu finden. Habe ich bisher noch nicht gegeben, aber in dem habe ich ganz schön lange gebraucht, um das zu finden. Schaut mal. Hatten wir auch kein Anzeichen für, dass hier oben Pixel-Luigi die dritte Star-Coin ist. Also, hätte ich nicht eine mit mehr aufwandeln können. Ab. Oh, Bestzeit, 44. Ja, komm. Wie, das ist nur ein scheiß One-Up. Das braucht doch kein Mensch. Was Sinnvolles. Immerhin was Sinnvolles, was man auch benutzen kann. Benutzen kann man alles, aber... Kämpfen wir einmal gegen den Blöde hier. Der kann doch in nichts. Eine kleine Hilfe. Achtet erstmal auf Super Mario Maker nach. Also gleich. Da gibt es auch noch was Schönes. Nämlich all meine Level. Und die sind, manche sind leichter, manche sind schwerer. Ja, toll, was wäre. So ein Propellerpilz, werfe ich einen Propellerpilz raus. Noch zwei Level. Oh, ich will den doch gar nicht besiegen. Komm. What?
Einmal den Limonaden-Dschungel. Ja. Das ist ein von den ersten Level hier. Ein Limonaden-Dschungel-Level. Garten spielen wir ganz gar nicht. Dieses hier. Haki Panik. Oder Hecki Panik. Oder was auch immer das für mich ist. Auf jeden Fall. Und mit der Pinguin sollte das ja einfach sein. Das ist ja mit Pinguin total einfach, oder Eisbären. Ein Level, dann würde ich sagen, switchen wir auch mal rüber. Zwitscher, zwitscher. Ho! Nämlich das hier. Rollbesuch im Schlangenturm. Dieses Level mag ich sehr. Dieses Level ist ja eh chillig. Ah! Hallo, wo kommt ihr noch mal her? Ich habe mich gezeigt. Oh, toll, ey. Warum? Bye-bye. Nix bye-bye. Mein Inventar ist sehr voll. Ich hab immer einen Propeller-Head. Let's go! Dieses Level will ich jetzt aber schaffen, egal wie viel versuche ich. Ich will aber rüber. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Ich würde sagen, gehen mal schnell rüber zu. Einen Moment. Hier an der Stelle Rotzeichen ist, einfach da auf mein Menü klicken, dann seht ihr alle meine Level. Hier ist die ID. Dann spielen wir das mal. Minecraft. Also man fängt an hier oben. Holt sich die Abkürzung. Hier kann man nicht abkürzen. Hier bohrt man sich sozusagen runter. Ich weiß nicht, wie ich das alles darstellen soll. Und dann geht's schon rein. Hier ist ein Creeper. Der ist exklusiv. Ich hab den gleich vor so vielen Tagen oder vor so langer Zeit erst gebaut, dass ich gar nicht mehr weiß, was der Bu hier darstellt. Na, hier unten ist ein Schlüssel. Da muss man sich erstmal den Weg bauen. Einmal durch die Tür gegangen. Jetzt hier wird es dann knifflig. Oh!
Oh, oh, oh. Das ist der Checkpoint da. Weil ich sonst mein Level selbst nicht schaffen würde. Na, ich hab gebaut, rein da. Die solche Design-Elemente da oben, der Pilz. Hier kommt schon total. Für mich ist ein, hier soll ein Zombie, das sollen Zombies sein, weil die halt auch so grün sind. Hier sind grüne Zombies. Warum die in Panzer gehen können, weiß ich nicht. Weiß ich alles nicht mehr. Hier könnte man theoretisch das ganze Level nochmal spielen, weil ihr seht ja schon. Ja. Ja, auf jeden Fall könntet ihr. Und hier ist ja auch egal. Hier ist dann das Häuschen. Man sollte sich eigentlich hier treffen lassen, das habe ich aber wieder weggemacht. Weil der Mario springt halt an der Fahne und zerstört damit das Haus. Oh yeah, Mario time! Bisschen blöd, deshalb wollte ich es eigentlich klein haben, das Haus. Da saß mein kleines Verwender, aber... Hier, der Weltrekord liegt bei 22 Sekunden. Mhm. Auf jeden Fall beenden. Nächstes. Hier, die Festung des Todes. Das war, glaube ich, mein allererstes Level, was ich gebaut habe. Also, bitte nicht böse sein, wenn das jetzt kein schönes Level ist. Jetzt auch benötige. Warum ist der Monty hier? Hau ab. Hier, das ging ganz schnell durch. Hier kommt dann eine Nervenstelle mit Bonbons. Hier würde ich auch noch mal kurz zeigen, was da oben dann ist. Wenn man sich schon die Mühe macht, da hochzukommen, findet man hier allerdings nur den großen Paracooper. Paracooper, normalen Cooper. Halt in Rot. Ab. Hier gibt es dann so ein paar Sprünge. Man kann ihn runnen. Toll. Stirb! Stirb! Tod! Genau das passiert mir immer. Immer falle ich auf diesen blöden Trick mit der Plattform. Ist jetzt auch egal. Kommentare habe ich übrigens aus, weil das ist so, glaube ich, die Festung. Hä? Hat auf jeden Fall 4 Sterne, das ist sehr gut, und die Festung des Todes hat 5. Die Abschlussrate liegt bei 6. 6,56%. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Endlich ist es voll easy. Dann geht man hier jetzt ja eh nicht weiter. Aber man muss in die Röhre mit dem Knochen kommen. Einmal zerstampfen und direkt in die Röhre. Und das habe ich ein bisschen erst platziert hier. Das ist Sterne und dann ganz Steinrun starten. Man kann sich hier noch ein Knochen. Ich ziehe mal raus, ob ich eigentlich so platziert. Ich habe eins
Ja, dass da irgendwo ein versteckter Block sein muss, weil wie soll man alles über Stacheln laufen, wenn man klein ist? Ja, beenden wir. 19 Sekunden ist die Bestzeit. Der Weltrekord. Hier, Challenges. Es gibt bei manchen Leveln eine Abkürzung, weil ich die noch nicht geschafft habe. Aber weil man muss ein Level, bevor man es hochladen kann, ja erst schaffen. Aber mittlerweile bin ich schon so gut, dass ich es auch so kann. So was ab. Dann renn, Mario! Hier bekommt man noch, falls man steht, ein Checkpoint. Weil man groß sein muss, sonst kann man es leider nicht schaffen. Obwohl doch, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich habe meinen eigenen Level nicht. Na, jetzt kommt her. Ich will nicht sterben. Wäre nach dieser Passage bis hier gekommen. Bin mir nicht sicher. Ich meine, wir haben ja mal ganz schön lange Zeit. Außerdem kann ich ja eh nicht unendlich aufnehmen, also muss ich mich ein bisschen beeilen. Vergessen. Auf jeden Fall wäre dann da das Ziel, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich das Level vor so Ewigkeiten gebraucht habe. Und jetzt bitte schaffen. Genau vorm Gamepad. Challenges. Disco. Disco fand ich ein sehr schönes Level. Eigentlich. Eine gratis Zeit. Ja, das ist cool. Mach mal die Kopie. Ja, die Folge.
Cotton Kamek Zauber durch. Super, danke, super. Duschkill. Ja, einfach nur. Ja, Mann. Jetzt in die Röhre. Auch nicht so schön platziert. Man kommt direkt hier wieder raus. Hä? Leider kann man die Sounds nicht leiser machen, deshalb, wenn ihr mich nicht so gut versteht, ist nicht schlimm. Hölle? Josh? 5 Level, die Hälfte haben wir schon. Dieses Level kann ich auch nicht. Das ist so schwer. Hier steht mein Name. Einfach aus Spaß. Ach, Pilz, wir brauchen Pilz. Wer gut aufpasst immer, der sieht, dass es hier oben was gibt. Ist auch für jedermann zugänglich. Einfach mal genau erforschen. Bei jedem was Böses drin, ja. Hier mal umbringen. Einmal die Fiebe, die Yoshi. Und dann geht's. Nein. Nein. Also Mama spricht gerade mit mir. Ah, nein, hier war ja das Fiebe. Ich erinnere mich. Das könnte einige Zeit dauern. Wir fahren ja bald in Urlaub wieder. Zum dritten Mal. Es geht nach Paris. Und hier mal den Yoshi wegwerfen. Und jetzt geht's hier zum Endfight. Man muss die Kanone so austricksen und dann ganz schnell in die Röhre. Wir fahren nämlich ins Disneyland. Und hey, my bro. Stop. Hey, my time. Genau das passiert mir immer. Ich beende dieses Level jetzt auf jeden Fall, weil... Na? Ne, ist ja auch egal. Yoshi oder was auch immer. Ich habe einfach irgendwelche Buchstaben dahin gedrückt. Weil mir langweilig war. Nein, ja, einmal die Kopfhörer besiegen. Am besten. Ja. Yeah.
ganz schnell müsste man auf ein paar Plattformen springen und dann wäre es eh anders. Weil wir nehmen eh schon sehr lange auf. Hier, krass, ist eigentlich nicht krass, ist eine kleine Challenge. Hier bekommt man doch eine. Das soll ein Pfeil darstellen, irgendwas. Das heißt, nach oben geht's. Unten müsste man eigentlich lang, aber hier gibt es noch so ein kleines Power-Up. Am besten hier den Koopa vorschicken. Autsch. Na egal, wir bekommen hier eine Feuerblume. Dann noch schnell zurückgeschwommen. Warte, da habe ich da eine Lücke. Also nicht da. Na, 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 na. Na, na, na. Hier geht's rein, weiter halt. Jetzt hier einmal durch an den Seiten, wenn ich glaube, ich bin drauf. Da ab's gewesen. Da. Hier steht dann Mario. Sieht man halt nicht so gut, aber die Chicken hat hauptsächlich einen Nerven. Und die sollte hier ganz schnell raus. Und ihr ein paar Level von mir nicht seht, ihr habt ja die meisten gesehen, oder? Ja. Natürlich. Hier noch Hard und Gigantohölle. Gigantohölle, da kommen halt riesige Gegner auf dich die ganze Zeit zu. Hier geht's erstmal automatisch, da wurde ein Kommentar geblendet. Aber hier brauchst du eigentlich nichts machen bisher. Hier auch nicht. Du fällst genau hier hin und ab hier muss ich am besten erstmal mit der Feuerflaue die ganze Mistviecher killen. Nur alle sind fertig. Hier kann man sich hier Switch auslösen. So, jetzt durch und hier. Hast du den Propeller fürs mit diesem langen Sprung? Und hier. B.
wenn ich mit Kanonen abgegangen, wie es nur geht. Man muss ja als großer Nase durch unseren Schaft schießen. Das ist einfach zu krass und deshalb kann ich mir dieses Level einfach nicht zeigen. Also dieses Level kann ich euch leider nicht ganz zeigen. Nein. Aber wir können es uns im Vorschaubild noch mal kurz anschauen. Dann seht ihr es ja. Also da seht ihr, da geht es halt dann weiter. Da muss man dann diesen langen Sprung machen. Und dann geht es Kanonen. Und da muss man dann, geht es noch einen ganz anderen Bereich. Man kann das mit den Kanonen auch überspringen. Das wollte ich aber nicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt jetzt das letzte Level. Das habe ich gestern gebaut. Und es ist so schwer, falls ihr es spielen wollt. Warum hat es so eine hohe Abschlussrate? Keine Ahnung. Es ist eigentlich schwer, dass nie jemand schaffen wird, aber anscheinend haben es zwei doch geschafft. Ja, ganz lange Sprung. Natürlich klappt es nicht. Es gibt auch nur eine Abkürzung, aber ich will die jetzt nicht nutzen, weil ich dieses Level nicht schaffen konnte. Deshalb habe ich die nur dahin gemacht. Dann die mit Bonbons arbeiten, aber die fliegen diesmal. Ich kann zweimal springen, einmal schön anlegen. Nicht so gut weiter. Es ist so schwer, es gibt keinen Checkpoint. Also ich sag euch, man wäre dann in eine, weißt was, am besten zeige ich euch das mal anders. Ich zeig's euch anders, für mich einfacher halt. Ich präsentiere es euch einfacher. Laden. Weil hier ist das ja gespeichert. Da kann ich euch das Level besser sagen. Weil hier kannst du halt hoch und runter, aber man springt hier rüber. Red Coin hier durch. Hier Red Coin. Da müsste man hier das so machen. Warte. Let's go! Genauso nämlich nicht. Sondern man springt dann hier so rüber. Boink, 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 boink. Dann hier muss man mit den Redcons durch die Tür. Dann kommt man hier in den Raum raus. Let's go! Der Peace wird sprechen. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Ja, muss man nämlich den Schwarzen ausweichen. Dann kann man die P-Switch halt als Belohnung bekommen. Dann muss man hier ganz schnell durch. Hier kann man, weiß man ja, dass man drüber rennen kann. Hier ist dann ein offensichtliches Secret. Einfach nur so. Nein, es ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt die härteste Passage. Das Geld ist hart. Nein, es ist
Nee, das mal. Man muss sich hier an der Wand anlehnen und dann oh, durch. Dann so. Let's go! Das aber schon oh, mal, das ist nicht schlecht. Aber vielleicht sollte ich einen Spin-Jump machen, weil ich mit Spin-Jump immer gespielt habe. Nein, hier hätte ich einen normalen. Du bist da, okay. Vielleicht schaffe ich ja jetzt. Oh, nein. No. Weiter unten. Ich versuche, dass ich das schaffe. Das ist alles einfach. Oh, no. Ich mache einen Spin-Jump. Wie ist hier? Hier denkt man sich natürlich, die Blöcke fallen runter. Oder wenn es müssen, nein, weil es ist überall. Hier noch ein ganz normaler Vier-Kuh-Versprung, den natürlich ist egal, hier die Laufbänder. Muss man aufpassen, weil die total schnell sind. Das geht schnell. Da geht man hier beim Kettenhund einfach mal rein. Bei der Kettenhundtür und tausende Kettenhunde, die ich jetzt töte. Oh no! So, dann kannst du es im zweiten Versuch nochmal bei den Koopa. Bei der Koopa. An den hier unten. Nein, das hast du auch nicht schon. Und dann denkst du dir, ach, ich bin doch so blöd. Wenn das immer das ist, was da drin ist, was da drunter ist, warum nicht dann nicht direkt in die Münztür? Und sieh mal eine an, wie man kommt. Hier kann man. Nein, ich hab verkackt, das ist ja klar. Ich bin hier. Dann hier und die Final Passage. Nicht mehr auf die letzten Meter treffen lassen. Durch diese Tür und. Oh, yeah.